Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Black Myth Wukong. Wir haben in der letzten Folge ganz entspannt die Mutter gekillt, wovon ich eigentlich fast ein bisschen davon ausging, muss ich ehrlich sagen, dass das der Endboss gewesen wäre vielleicht, aber ja, war er dann leider nicht. Wir sind raus aus der Schlucht, wir sind jetzt hier oben draußen und... Und schauen uns das Ganze mal an, was der nächste Boss ist. Wir haben natürlich immer noch sehr viel da unten in der Höhle zu tun. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, wie ich das schon angekündigt habe, wir werden versuchen durchzukommen. Und dann nachträglich, falls wir es nicht schaffen, nochmal ein paar Sachen aufzuholen. Weil wir haben bestimmt noch irgendwo ein paar Sachen offen. Ich laufe jetzt erstmal hier lang kurz. Oh nee, warte mal. War das schon wieder so ein Vieh? Ah, oh, der ist ja auch nervig. Ja, warte mal, vielleicht können wir den ja. Können wir die umgehen? Ein Tori. Mal doch. Joa. Wollte schon gerade sagen, das wäre jetzt Fell, ne, wenn das nicht gegangen wäre. Sieht doch gut aus. Okay. Boah, tschüss, was ist denn da passiert? Okay, den müssen wir mal kurz platt hauen. Mit seinem Scheißgift. 263 gibt er uns. Das ist viel, Leute. Das ist richtig viel. Oh. Und der ist nicht mal stark, ne? Also. Da steht noch so ein Typ. Oh, ich bin ja ehrlich. Ja, das sind alles Gegner. Eindeutig. Dann würde ich sagen, nicht lang fackeln, Kopf in den Nacken. Boah, ich sehe gar nichts. So, wo sind... Boah, okay, der Typ... Okay, der Typ hängt mir am Arsch. Ach so, ist auch ein Boss. Haben wir hier noch einen? Nee. Okay, der Boss ist bei uns. Kommt der auch nochmal zu uns dann, oder... Boah, da hat er mal einen Konter gegeben uns. Kommandantenkäfer. Ja, aber ich glaube, der steckt da fest, kann das sein? Boah. Okay, der hält schon mehr aus und ich habe meine Attacke dadurch jetzt verkackt. Ah, ich habe eine super Idee, Leute. Warte mal. Jetzt habe ich eine richtig geile Idee. Ja, das ist doch mal eine geile Idee. Schön, dass er da hinten drin steckt. Perfekt für uns. Wir frieren ihn gleich wieder ein. Eingefroren, jetzt müsste er eingefroren sein. Sehr schönes Ding. Oh nein, er kommt raus. Nein, doch nicht. Wir wehren das Ganze ab, weil ich glaube, das sind Geschosse. Nee, der macht normale Schnitte. Oh, 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 schöne Attacke. Wir werden mal das Ganze ab. Und jetzt haben wir einen. Da haben wir einen schönen Schlag gemacht.
Und nochmal. Und da haben wir aber nicht viel bekommen. Ah, eine Seele, perfekt. Sehr schön, wir haben wieder was Neues. Wir haben jetzt wieder einen neuen Geist. Mal schauen, was dieser nette Kerl kann. Wir schauen mal. Und er kann hier folgendes. Er ist das, ne? Ja. Er verwandelt sich, wirbelt seine Doppelklinge herum, um das Ziel einzuschlagen. Die wirbelnden Klinge pulsieren, treffen Feinde in der Nähe und verursachen einen Flächenschaden. Boah, die Attacke ist aber geil. Was kann er? Giftresistenz. Okay, das ist geil. Das müssen wir uns merken, mal für die, oh, wie heißen sie denn für die Schwestern? Nicht wundern, falls es einen überhaupt interessiert. Keine Ahnung, ist mal real. Im Endeffekt habe ich jetzt keine Cam wieder an, weil hier gefühlt wieder 480 Grad in dem Raum sind. Und ich dabei schmilze. Und ja, ne? Von daher. So, da geht es direkt weiter. Oh nee. Hier, wisst ihr was, wir machen es jetzt folgender. Wir machen das jetzt ein bisschen entspannter. Wir kümmern uns erst gar nicht drum, weil da ist wieder ein Räucherstäbchen. Mal Glück. Ne, das müssen wir noch machen vorher. Okay, die halten. Boah. Hä, was ist denn jetzt los? Oh, warte mal. Oh. Wo kommen die denn jetzt alle her? Oha. Ja, ist okay. Nein! Oh, ich drücke wie ein krankes Pferdchen. Ach, scheiße. Ach, fick die Henne. Egal, Hauptsache wir haben den Boss da besiegt. Jetzt können wir wieder durchrennen. Oh, ich verstehe aber auch nicht, warum die Gegner jetzt zu uns hochkamen. Ne? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht begriffen, aber was soll's. So. Das ist halt geil, dass wir die quasi ignorieren können. Indem wir hier einfach straight runterlaufen. So. Warum kann er mich unterbrechen? Das verstehe ich nicht. Ich hab das drinne, dass ich nicht unterbrochen werden kann. Ist das der neue Patch oder was? Dann drehe ich durch. Wirklich. Wenn die so einen verkackten Patch gemacht haben. Warum kann die mich denn? Boah, yo. Boah, wisst ihr was? So, jetzt haben wir die schon mal weg. Boah. Warum kann ich das denn nicht drücken? Warum kann ich denn kein Leben? Hä? Hab ich jetzt nicht. Zeig mal her. Geht doch. Hä? Das habe ich jetzt null verstanden, ne? Bin ich ja ehrlich. Ich konnte den nicht zum Verrecken gerade lähmen. Das ist ja dumm wie Scheiße gewesen. So, jetzt rasten wir natürlich, ist ja klar. Aber die Gegner sollten jetzt auch rein theoretisch gar nicht mehr kommen, weil... ach, krass. Oh, krass, Alter. Direkt steht er da. So, hier geht's hoch. Geht's nur hier vorne hin. Ah.
Was seid ihr denn für Leute? Was seid ihr denn für Viecher? Also viel Schaden machen die jetzt nicht. Oh ja. Viel Schaden machen die. Ja, ist doch okay jetzt, bitte. Was ist denn los hier mit dem Vieh? So dumm, Alter. Hört ja gar nicht mehr auf zu sprayen. So. Egal, komm, scheiß drauf, Leute, oder? Ich würde sagen, komm, einfach den Trank jetzt nehmen und dann weiter geht's hier. Egal. So, das sieht schon wieder ganz wild nach dem nächsten Kampf aus. Warte mal, können wir da was machen? Ey, okay, das wäre schon witzig. Ich denke mal, hier wird der nächste Kampf stattfinden. Oder auch. Hätte ich jetzt geschworen, bin ich ja ehrlich. Na, ich würde sagen, es geht wahrscheinlich da lang weiter. Das heißt, wir werden uns kurz das Häuschen hier anschauen. War da, okay. Hier ist aber nichts. Da ist jetzt noch eine Seele, aber finde ich. Das brauche ich nicht. Oh. Da ist so ein. Weiß ich nicht was. Hier muss ich mal kurz machen. Weil sonst kann ich nicht entspannt. Ja, okay. Ah ja. Genau, die hat mir ja richtig gegönnt. Ist das Update irgendwie scheiße oder was? Ey, der haut ja richtig krüppelig jetzt zu. Null Fokus mehr auf irgendwas. Was ist das denn? Das ist ein Geist. Okay. Den kriegen wir. Komm. Oha. Oh nein! Okay, den malträtieren wir gerade komplett. Und da holen wir uns den Geist. Sehr schön. Sehr schön. Also, ich wollte nämlich gerade sagen, hätte mich jetzt gewundert, wenn wir keinen bekommen hätten, weil die blauen Flammen heißen ja, dass wir immer einen Geist bekommen. Deswegen ist der Gegner auch dann immer ein Ticken stärker als die Normalos, falls dann welche dabei sind. Wir gucken uns das Ganze einmal direkt an. Und zwar Himmel zu brüllen, Jagon in der Nähe vor seiner mächtigen Stimme erzittern lassen. Wird den Angriff moderat verringert, die Verteidigung jedoch beträchtlich. Also wir kriegen 70. Was macht der denn bitte? Eine Kackattacke. Was soll denn die Scheiße? Was haben wir denn hier Neues angeblich bekommen? Ach hier, das da. Was ist das denn? Hält die kritische Trefferchance beim kritischen Leben beträgt. Okay, gut. Was soll's. Ach ne, ist da nicht unser Meister wieder? Ja, sieht schwer danach aus. Grüße, ich komme gleich zu dir, Bruder. Aber ich muss mal ganz kurz hier erst dieses Würmchen mir holen und jetzt können wir quatschen. Okay. Okay. 别显得本是女中仙，坐见腹洞中。 Okay, mehr ist da nicht. Okay, also mehr wie, dass er jetzt mit mir gequatscht hat, ist jetzt nicht passiert. Vielleicht müssen wir erst irgendwas anderes nochmal machen oder schaffen, um dann im Endeffekt. Oh, warte mal. Warum?
Jo, jetzt sind hier aber alle. Oh. Oh, nervt doch nicht die Phase hier. Okay, das ist nice. Das wusste ich nicht, dass er das macht. Die sind so hartnäckig, die Viecher, ne? Die sind wirklich pervers. Ich weiß auch nicht. Ich kann mir den. Zum Glück machen die kaum Schaden, ne? Aber die sind halt penetrant. Die sind nervig. Die sind einfach nur abfuck hoch 10 nervig. Und ich finde, das spielt sich auch gerade ein bisschen träger. Der Patch war, glaube ich, nicht gut. Das spielt sich richtig komisch. Weiß nicht, vielleicht spinne ich auch, aber ich finde, das spielt sich echt scheiße irgendwie gerade. Irgendwie, der reagiert nur auf die Hälfte und keine Ahnung, das ist dumm. Na komm, gib mir meinen Fähigkeitspunkt und dann geht's weiter. So, 4 Stück, okay. Weiter geht's. Also, wir versuchen mal hier wieder ein bisschen abseits der Wege. Ah, scheiße, da haben wir da. Ja, der kommt da erstmal die Treppe runter, ist auch gut für uns. Dann können wir den erstmal ignorieren. Oh Mann, was ist das denn jetzt hier? Boah, das sieht schon wieder nach irgendwas aus, ne? Oder? Nach richtig viel Platz. Ja, also das sieht aus, als ob wir danach da müssten. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ich weiß nämlich nicht, wo es hier lang geht. Wir werden es jetzt sehen. Nach einem Räucheröfchen wäre noch cool. Okay. Okay. Also wenn das jetzt der Hauptweg wäre, wäre schon irgendwie cringe, weil ich hatte jetzt echt gedacht, dass es da hinten rechts lang geht. Also. Oha. Geht hier aber ganz schön steil hoch die ganze Zeit. Dann Räucherstäbchen? Nee. Oh, wenn ich nach dabei jetzt gehe, habe ich Angst. Da ist irgendwas. Abenddicht der neuen Himmel, Tränke. Neue Tränke. So, drei Plätze. Jeder Schluck stellt 35% des Lebens wieder her und gewährt eine beträchtliche Menge Ki. Das ist auch geil, ne? Aber... ich muss sagen, mit dem Mana ist das schon sexy. Okay, geil. Hier haben wir auf jeden Fall was Schönes gefunden. Weiter geht's hier aber nicht. Haben wir einfach nur nochmal ein Getränk gefunden. Ist doch ganz nett. Hier sind auch irgendwie... wisst ihr, was ich hier komisch finde? Dass hier so viele Blumen sind. Passt auf, ich zeige euch jetzt. Jetzt wird garantiert was passieren, pass auf. Eine Blume. Also, wenn wir alle Blumen jetzt geholt haben, kommt irgendwas. Stimmt. Okay, zweite Blume. Weil das würde mich wundern. Da kommen Monster. Oder da ist der. Da ist ein Gegner. Seht ihr, da ist ein Boss.
Und da kommt das Naruto Rendan. Die bleiben ganz schön lange jetzt mittlerweile, ne? Hält er sich? Jetzt haben wir ihn. Bam, und extra Schaden. Schöner Konter. Boah, da haben wir ihm aber ordentlich gegeben. Und Ende. Und Ende. Schlafen gelegt mit der Kopfnuss. Seht ihr gut, dass wir das gemacht haben? Ich wusste es. Ich habe es irgendwie geahnt. Das waren zu viele Materialien, wo man sagt, naja, das würde ich jetzt nicht einsammeln oder so. Ansonsten würdest du drüber laufen. Wenn da jetzt so eine Pflanze gewesen wäre und du würdest sie jetzt nicht unbedingt brauchen, dann wärst du einfach weitergelaufen. Richtig geil. So, wen haben wir denn hier? Boah, der Seuchengott, Alter. Er schwebt mit einem Pilz durch die Luft und setzt Poren frei. Er landet darauf, Gegner in der Sporen von Himmel herabzuregnen und Schadensporen, einen getroffen haben, können zurückkehren und Leben wiederherstellen. Jo, warte, was? Sag mal her. Also er fliegt erstmal geil. Und dann kann der uns sogar noch die Sporen geben und sogar leben. Das ist eine geile Scheiße. Was kann der? Erhöht das Maximalleben beträchtlich, verringert die maximale Ausdauer jedoch moderat. Was kann er dann? 20 Leben nennt er mächtig. Okay. 24 auch noch das Leben, Verteidigung weg und 10 Energie. Gut, die 10 Energie ist mir egal. Die 24 Verteidigung ist so eine Sache, aber. Ah, geht. Egal. Es wäre die Frage. Was erwartet uns da unten? Wir lassen das mal offen. Wir werden uns jetzt erstmal hier drum kümmern. Sag mal, wo war das nochmal? Da kann das sein, dass das der Weg jetzt hier unten ist dann. Ne, der Weg ist ja noch jetzt ja relativ weit. Wir gehen erstmal da weiter. Vielleicht wäre auch da jetzt kurz direkt danach ein Räucherstäbchen gewesen. Deswegen, das wäre dann doof. Immer noch. Ja, steht natürlich direkt auf. Euch zwei habe ich auch gar keinen Bock. Seht ihr, was habe ich gesagt? Wäre jetzt doof gewesen. Schönes Ding. Jetzt haben wir hier eine Stelle, können von hier aus ganz entspannt weitermachen. Wir rasten jetzt noch kurz hier. Sehr schön. So. Das Gebiet ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das hier echt nicht so sehr, das Gebiet. So, jetzt ist halt die Frage. Oh, warte mal, Jung. Leute, was haben wir denn da? Ach scheiße, ich bin 3 Meter zu weit gerannt. Ich wollte nur gucken.师兄，救我！即将你射了局，用与你法宝相助，怎就败了？真见了他，我下不去手。后来天命人赶到，我打斗不过，洞里已被那猴子叫到翻天覆地。区区一只猴子，也忒无礼。你旧伤未好。 又被他大作心上，放心，我替你打点。
师妹啊，你虽样样不济，能把天命人引来这里，也算功德一件。但我借你的东西，得先还回来。 Hundertäugiger Daoistenmeister. Oh, was ist das, ein Scope? Oh, yo! Okay, ich bekomme Hilfe, das ist geil. Wow. Das ist eine... Oh, ich sehe nicht, wo ist er? Leute. Boah, geil, die Spinne, Alter. Ich meine, die machen zwar null Schaden, ne? Sind wir mal ehrlich. Kann den vielleicht irgendeiner mal stunnen? Boah, der hält richtig viel aus, wa? Wo ist er? Da ist er. Okay, die retten ihre Mutter auf jeden Fall irgendwie. Also versuchen sie zumindest. Ich habe keinen Mana mehr. Und hätte ich das gewusst, wäre ich in den Kampf auch anders gegangen. Ich meine, wenn wir jetzt hier einmal verlieren. Boah, Alter, die Schelle von Shangri-La. Ach, ich habe keinen Mana dafür. Was mit den Spinnen? What? Oh, Scheiße. Ne? Und das krasse ist, wir haben einfach schon alles geused, ne? Der hält einfach, der hält zu viel aus, der Bruder. Der Bruder hält viel zu viel aus. Komm. Okay, wir haben einfach durchgeschlagen. Gut, wir brauchen unsere Resistenz, aber das wäre vielleicht mit den Sporen nicht so schlecht. Mit dem Typen. Wow. Okay, okay. Oh, der ist hart. Der ist echt hart, der Boss.
Also das fand ich jetzt lächerlich. Bin da sowas von safe nicht. Also ich brauche was gegen Blitz und gegen Gift. Aber das ist ja einfach. Okay, scheiße. Ach komm. Bitte. Mann, das ist aber auch ein Vieh. Boah. Scheiße, ich habe keine Tränke mehr. Aber halt down und ich habe keine Ahnung. Ach, scheiße. Ach, verdammte Hacke. Schade. Schade, schade, schade. Naja, der Wille zählt. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt, würde ich sagen, die Tränke. Sonst kriegen wir den erst recht nicht. Und dann müssen wir gucken, wie wir den wegklatschen irgendwie. Das ist, okay, aber das ist doch einfach, oder? Das heißt, hier raus, wissen wir, ist der Skorpion King. So. Weiß ich halt nur nicht, ob jetzt die Schwestern da jetzt immer die ganze Zeit helfen oder ob die jetzt nur einmalig geholfen haben. Naja, gut, die Frage ist ja, einmalig geholfen. Ich meine, das war ja völlig für den Arsch, ne? Sind wir mal ehrlich. Ich würde jetzt tatsächlich den Geist einmal austauschen. Ach nee, warte mal, den Geist, den können wir ja so wählen. Ja, den können wir so wählen. Ich würde den einfach gerne mal mitnehmen, einfach nur um zu gucken. Wenn das ein bisschen anders ist von der Verteidigung her. Klar, 24, aber komm. Ich denke, das können wir verkraften. Und wir laufen einfach mal da weiter. Ich weiß nämlich nicht, ob wir den da besiegen müssen oder nicht. Vielleicht ist es auch nur einfach so ein Nebenboss. Wir laufen hier weiter und gucken einfach mal. Da haben wir wieder was zum Abzerren. Hier oben. Hier. Oh, hier geht's weiter erstmal. Oder geht's. Vielleicht geht's auch generell weiter. Moment, warte mal. Ist das, wir laufen erstmal. So. Hä? Ach, die zwei Kerlchen hier. Also, moin, Alter. Sorry, dass ich gestört habe. Alter. Halt nix aus, aber geh mir richtig in die Fresse. Scheiße. Okay, witzig, ich komme da nicht durch. Ist nicht schlimm, was soll's. Ich würde sagen, dann laufen wir jetzt hier hoch. Weil sonst hätte ich gesagt, okay, wenn wir da jetzt nicht weiterkommen, ist halt mau. Aber was soll man machen? Der Scorpion King, den King ist schon hart. Oh, warte mal, hier ist eine Kiste. Siebenfache Herz. Eine Medizin. Siebenfache. Da. Schließt bei Verwendung sofort die Abklingzeit aller Zauber. Oh Gott. Krank, ey. Nee, Leute. Mach mich jetzt nicht. Oh nein. Wirklich? Ja, es ist genau das vor. Oh, okay. Habe ich mir jetzt fast. Okay, scheiße. Gut. Es ist so, wie es ist. Okay, wir sind echt stuck, würde ich sagen. Kommen nicht mehr weiter. Gut, also der Skorpion ist es. Der Skorpion. Hab ich nur mal eine Frage, eine Idee kurz. Haben wir eigentlich noch mal mit
So. Wir hatten doch noch so einen Typen offen. Der saß so in diesem Knast drinne. Haben wir mit dem schon mal gequatscht? Haben wir mit dem gequatscht? Ich bin mir gar nicht sicher. Haben wir mit dem gequatscht? Haben wir nicht mit dem gequatscht? Den haben wir einmal gequatscht, aber dann nicht mehr, ne? Wir sind ja durchs ganze Gebiet durch. Das ist die Frage. Wo saß der im Knast? Wir gucken einfach mal. Da saß er nicht. Da ist unsere Zelle. Das ist komisch gewesen. Da sitzt er. Ah, seht ihr? 我少小离家，也曾自诩天命所归。可如今，成了这副样子，连跟着我的兄弟都不得善终。这个与我已无用，你且收下吧。 Okay, sollen wir bekommen? Chubai, Speerspitze. Wir haben jetzt nichts bekommen im Endeffekt, oder? Doch, wir haben hier, warte mal. Das hier? Nee. Ich bin dann da. Wolkenerhüllte Sternenglanzgeweih oder nee, da Chubai Speerspitze, das ist es. Die himmlische generelle Soldaten stellen ihre Waffen aus veredeltem Stahl her, genauso wie die Folgebesitzer des Speers. Sie kann Material bei Waffenherstellung genutzt werden. Okay, Waffenherstellung, warte mal, lasst uns doch mal, können wir hier gerade stehen, warte mal, hat er noch was für uns? Okay, das war's, können wir hier einfach runterspringen? Ne, dann laufen wir einfach mal schnell zurück. Oder warte, das Ding haut uns doch relativ gut immer in die Schnauze. Ach, lol. Ha! Es geht ja doch. Wir können jetzt mittlerweile da runterfallen, oder was? Da. Witzig, witzig. So, okay. Wir gehen hier mal hin. Denn hier können wir ja dann schmieden, Waffe herstellen und folgendes, meine Lieben. Was haben wir denn Schönes hier? Hier haben wir ja immer noch diesen Speer, den wir halt herstellen können. Chef, bei einem vorhin Treffer mit einem aufgeladenen Angriff, wir verfolgen eine kleine Menge Leben wieder her. Das ist halt so Lebenszweck-Ding. Der ist ja soweit bekannt. Die zwei. Der da ist bekannt. Gewinnt nach dem Durchschauen des Gegners kurzzeitig. Gewinnt nach dem Durchschauen. Habe ich irgendwie. Ehrlich? Und da, guck mal, wir haben einen Speer. Wir haben endlich mal kein integriert Speertechniken in die leichte Angriffskombo. Und erhöht den Angriff der Stoßkampfpose. Ah, wenn die Stoßkampfpose, ist halt die Frage, wir haben 77.000 Seelen. Oder was auch immer das ist. Haben 4, 8. Wir haben eigentlich genug, um das herzustellen. Einfach um zu testen, wie der ist. Und der hat ja auch gut Schaden mehr. Ah, schwierig. Schwierig. Jetzt müsste ich mal überlegen, was wir als nächstes machen. So, Leute. Nachdem wir jetzt quasi das Ganze dann mal geschaut haben, ist mir was eingefallen. Ich bin dem Let's Play ein bisschen rumlaufen, um zu gucken. Habe ich dann doch noch was gefunden und dachte, ich zeige es euch einfach mal. Und zwar müsst ihr dafür zu Türme des Karmas hier jetzt reisen. Ihr wisst doch noch, als wir diesem Mann geholfen haben, der Hilfe brauchte, mit diesen drei Kreaturen an dem Häuschen. Daraufhin sollten wir ihn ja finden. Ja,
Tatsächlich, als wir hier diesen Schrein jetzt bekommen haben, also damals, ne, ihr wisst es ja noch, schaut einfach die Folgen euch an, braucht ihr diesen Feuerkreis und dann habe ich gesehen, dass hier ein Mann sitzt. Und hier müssen wir jetzt, weil wir ihn sonst nicht ansprechen können, das ist ja der Mann, müssen wir jetzt diesen Feuerkreis machen.这是这天寒地冻的，我又找寻起来，死前有人瞧见一个胖头娃娃抱着西瓜跳下，那人跑到崖边探看，没一点人影。料想那娃定是，却听得崖下传来孩子的笑声一阵又一阵，吓得那人屁滚尿流。我猜疑这其中定然有，莫非瓜田？ 英雄不必在此守护，小生稍作片刻。我猜疑这其中莫非瓜田？Okay, warte mal. Wasserfall. Doch, hatten wir. Doch, Moment, Leute. Moment. Wir hatten doch. Moment, ein Wasserfall. Wir hatten doch einen Wasserfall. Da haben wir noch uns gewundert, warum es da nicht lang geht, oder? Wisst ihr das noch? Wo war das denn? Am Anfang? War recht am An. Nee, das ist da oben schon. Ich glaube, es war da unten irgendwo. Ja, ich glaube da. So, angekommen, endlich. Müssen wir jetzt mal schauen. Warte mal, wo war das denn? Weil ich weiß, wir sind doch hier. Doch, warte mal, wir sind hier runter auf jeden Fall. Wir sind doch hier diesen ganzen Weg, wo wir doch so elendig lang irgendwie gelaufen und gelaufen und gelaufen sind. Ja, wir werden. Ja, ist okay. Ja, er muss mich treffen. Es geht nicht anders. Er muss mich treffen. So, und ich meine, hier war das mit dem Fluss. Wenn wir dem jetzt hier lang laufen. Jo, Alter, er hört doch gar nicht mehr auf, ne? Jo, jetzt kommen Blitze. Da, seht ihr da? Da ist dieser Fluss. Vielleicht. Also, was war jetzt nochmal die Frage? Warte mal. Fluss, ne? Doch. Und warum ist. Und vielleicht geht es ja jetzt da endlich weiter. Wenn wir da runterlatschen. Also nicht da runterlatschen, aber vielleicht da runterspringen. Oder vielleicht können wir auch interagieren. Ich muss mal kurz gucken. Der hier ist ein Gegner. Nimmt. Oh, wartet mal. Was ist das denn jetzt hier? Ach nee, schaut mal. Was ist das denn? Ach, guck mal, wir haben hier ein Räucherstäbchen wieder. Ach, wie geil. Ey, da will man mal einmal kurz euch noch nebenbei das zeigen, damit man es nicht einfach so macht. Und schon haben wir wieder einen neuen Spot gefunden. Geile Scheiße. Weiter geht's hier direkt. Wie, ich würde sagen, wir erkunden das jetzt einfach, weil wir kriegen diesen Skorpion-Boss. Ich krieg den gerade nicht platt. Der hält viel aus. Ich muss überlegen, welche Waffe ich dann mache. Schauen wir mal, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir ja den Mann. Vielleicht finden wir ja den Mann jetzt hier unten irgendwo. Nochmal. Warte mal, das sieht ganz groß aus hier. Oh, jo. Aber wenn das kein Bossfight hier ist, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, jetzt sind wir ja etwas stärker, das heißt, der wäre ja eigentlich für Chapter 3. Oha. Ist das der Mann? Nee. Scheiße, ich habe ja nicht das. Ach, Kacke.
Boah, ich habe voll geleckt da drinnen gerade. Was ist er denn? Okay, das bringt gar nichts, habe ich gerade gemerkt. Junge, wie lange macht er das denn bitte? Okay. Also die Attacke macht er am Anfang anscheinend. Mal sehen, können wir davon was machen? Jetzt hört er auf. Okay, das Gift hat... Oh. Ah. Okay, ich muss sagen, er hält nicht viel aus. Er macht aber schon so ekelhafte Attacken, ne? Die schon ein bisschen so grenzwertig sind. Okay, das ist jetzt nicht so schwer, finde ich, weil die Attacke macht irgendwie die ganze Zeit gefühlt und dann können wir da halt ausweichen. Ich werde gleich mal in die Verwandlung gehen. Bin ich blöd. Schön ins Kreuz getreten erstmal. Ich glaube, das ist sein Bruder immer. Ist die Frage, ob wir den überhaupt entfrieren können. Ah, okay, wir müssen auf 2 achten. Okay, wir können ihm keinen Schaden machen währenddessen. Das heißt, ach, kacke. Nee, da musst du beide Dinger im Blick haben. Ach, kacke. Sag ich ja. Beide musst du im Blick haben. Boah. Jetzt wollte er mich aber, ne? Jetzt wollte er mich. Okay. Warum rastet der jetzt so krass aus? Machen wir auch nochmal einen Nahkampf zu ihm. Ey, ich dachte, ich bin in dem Feuerring geschützt oder so. Okay. Ja, okay. Er gibt mir halt trotzdem, ne? Glaub sogar, dass wir den kriegen. Haben wir ihn durch die Rüstung getroffen? Also durch seine Verteidigung? Okay. Jetzt müssen wir nur noch Taktik spielen. Jetzt müssen wir nur gucken, ein bisschen nach seinen. Na, okay, das ist halt dumm wieder gewesen. Nein, was? Oh mein Gott, die Attacke, willst du mich verarschen? Ach, laber doch kein, du Hurensohn. Wirklich. Oh, unnötig, aber ich meine, der ist machbar. Der ist echt machbar. Muss ich sagen. Der ist tatsächlich machbar. So, lass uns mal kurz die Attacken hier wechseln. Weil, wenn wir den jetzt gestasis? Ach, keine Ahnung. Dann hätten wir den 100% bekommen. Also, das ist, da Selbstbestimmung. Ja, der Affe könnte geil sein. Der Flammentyp ist ja manchmal
Nimm auch den. Das bleibt alles so. Geister, ich finde den hier ganz geil. Vor allem für verringert die Kosten, finde ich. Ja, können wir mal machen. Und verringert nochmal die Kosten. Puh. Oh, guck mal. Wir machen erstmal die Kosten weg. So. Jetzt gehen wir da nochmal rein und gucken uns diesmal den Kampf erstmal ein bisschen aus der... Ey, ich sag noch, wir gucken uns das erstmal anders an. Und wir kriegen direkt auf die Fresse. Weil wenn der gleich sein komisches Rädchen dann da macht... So, scheiße, ich hab nicht gesehen, dass das Framerad aktiv ist. Weil das musste ich abwarten. Okay, eigentlich bringt es da am Anfang fast gar nichts. Ja. Und go. Jetzt machen wir wieder Naruto Rendan. Ach, jetzt macht er schon wieder das Feuerrad. Sehr dumm. Okay, das bringt gar nichts. Wie macht er denn die Scheiße? Das ist ja Wahnsinn. Macht der doch ganz gut Schaden. Oh nee, bitte. Okay, da ist das zweite. Wo ist der dritte? Da. Vielleicht zu mir. Okay. Der zu mir. Ja, wo ist der andere? Okay, der war da. Kommt der wieder zu mir? Er kommt da. Er kommt da. Okay, der. Oh. Ja. Oh. Hä? Oh, das ist doch Assi. Okay, da haben wir ihm erstmal gegeben. Und Schlag, bam, Alter, sehr schön. Da haben wir ihm richtig auf die Omme gegeben. Aua. Concentration, Leute. Ja, da haben wir den Wichser. Da haben wir diesen kleinen Hurenbock. 事情已了，来日再会。哎， was war die Scheiße? Okay, jetzt sprießt ja alles cool. Okay, was passiert jetzt?
Deine dicke Buddha.可别瞧不上这瓜，当年孙悟空就是用它炸了我那小童。来，进前来。既然寻到这里，有一样他俩都不会的本事，我可传授于你。 Die Zauberleute, jetzt haben wir einen neuen geilen Zauber gelernt. Binde Zaubergefäße, Verwandlungen und Seelenfähigkeiten, um den Angriff zu verstärken, Gegner mit reiner Kampfkunst zu bezwingen. Also ich kann keinen Zauber mehr benutzen, das wäre ja voll scheiße. Das war jetzt geil. Jetzt haben wir dadurch noch mal einen Punkt mehr bekommen. Cool. Dann können wir jetzt hier zum Räucherstäbchen gehen. So, perfekt. Geile Sache. Haben wir dazu bekommen. Jetzt wollen wir aber mal gucken, was der auch noch kann. Da. Anti-Zauber. Ein Offensivzauber, der den Außerkorn aktivieren kann, indem er das Handfläche geschriebene Zeichen gegen die Brust schlägt. Er versteckt den Angriff beträchtlich. Wenn der Zauber aktiv ist, strahlt das Zeichen in besonderen goldenen Leuchten und bindet einen Einsatz unter Zaubergefäßverhandlungen und Sehfähigkeiten. Im Kampf gegen schwierige Gegner, die das Wirken von Zaubern einschränken können, kann dieser Zauber einen unerhofften Vorteil schaffen. Ach so. Ja gut, klar. Wenn das jetzt Viecher sind, die uns die ganze Zeit die Scheiße klauen, dann ist das natürlich schon krank geil, ne? Sag ich, wie es ist. Mega. Ja, dann würde ich sagen, dann geht's jetzt direkt weiter. Was haben wir denn? Ach so, wir haben schon wieder fast schon wieder full. Full, 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 full. Ich überlege mal, was wir jetzt machen am besten. So Leute, nicht wundern, was ihr jetzt hier gerade erst seht. So, kurz vorweg, warum das auf einmal so ist. Ich hatte leider die Aufnahme gestartet und danach ist passiert Folgendes. Leider kein Ton. Keine Ahnung, was passiert ist. Wahrscheinlich ist das Headset ausgegangen. Ich habe es nicht bemerkt und da dachte ich mir, scheiße. Ich erkläre es ganz kurz. Als wir jetzt an dem Schrein waren, habe ich überlegt, nachdem wir das gemacht haben, wir hatten ja noch diese Rattenbosse mit diesem Kerl, den wir ja auch angesprochen hatten. Ich hatte mir das irgendwann mal hier notiert nebenbei. Und den haben wir jetzt komplett vergessen und da dachte ich mir, komm, dann gucken wir doch einfach mal. Und der hat halt gesagt, bla bla bla, da gibt es noch einen dritten im Gefängnis und wie auch immer. Also bin ich jetzt durch das Gefängnis gerannt nochmal und dachte, euch da mitzunehmen, ist jetzt Quatsch, ich renne mal durchs Gefängnis. So, leider ist dann aus dem Nichts eine Screen, also eine Szene entstanden, so wie ihr es jetzt gerade gesehen habt, quasi im Endeffekt, wo der Boss halt direkt, also wirklich direkt getriggert worden ist. Und jetzt kämpfen wir halt gegen den Boss und ich hoffe mal, dass wir es schaffen und schauen einfach mal, was wir danach bekommen. Ich glaube, ich habe jetzt ziemlich in die Fresse bekommen
Und wir brauchen jetzt auf jeden Fall ganz schnell Leben, glaube ich. Wir gucken mal. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht direkt, weil da muss ich wieder den ganzen Weg von vorne rennen. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Okay, das war, glaube ich, gar nicht. Oha! Wir brauchen Leben, wir brauchen Leben, wir brauchen Leben. Und jetzt verwandeln wir uns auch noch. Der Boss ist an sich nicht stark und ihr seht ja auch, wir machen dem aber dieses Feuer, ne? Dieses Feuer von ihm. Okay. Also. Aua. Achtung, jetzt macht er so Rauch. Und da habe ich halt Angst, dass der uns das gleich. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Darauf habe ich gehofft. Okay, so geht's auch. Jetzt hat er uns quasi den letzten Schlag. Ja. Wir ziehen's raus. 1270 Punkte kriegen wir dafür. Das ist schon mal richtig krass. So. Das wäre auch nice, wenn wir so mit Doppelklinge kämpfen würden jetzt. Nein! Ascheschlaf! Nee, Asche. Doch, Asche. Nee, Ascheschlaf. Doch. Speierflammen, wo Asche liegt, denn der Raum, der Ruhm ist bald versiegt. Der Außerkorner verwandelt sich in einen Rattenguai und greift Gegner an. Während er heftigste Flammen speit, die Gegner mit dem Brand belegen. Fluch der Verwandlung aufgebaut wurde, kann umgewandelt werden. Okay. Wir gucken mal. Ah, eins davon. Wo ist der? Hier. Verwandlung zeigen. So, wir sind jetzt dieser Rattenkönig. Hauen ganz schön gut zu. Jetzt können wir diese Feuer speien. Ja, kann geil sein. Ich weiß nicht, wir werden es mal. Ich glaube, wir werden es mal mitnehmen, auf jeden Fall. Wir werden es mal mitnehmen, probieren, geht über Studieren. Und dann haben wir ihn jetzt hier. Deswegen sage ich ja, da hier waren wir schon 1000 Mal. Und komischerweise ist hier dann diesmal jetzt instant auf einmal der Boss gewesen. Ja, jetzt haben wir das Ganze auch geschafft. Das freut mich, die. Folge ist auch jetzt schon wieder lang genug. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Und zur nächsten Folge sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und schönen Tag noch.